Im Englischen nennt man sie Dado Plates, bei uns heißen sie Verstellnutter. Und entgegen der landläufigen Meinung sind solche Werkzeuge auf Tischkreissägen bei uns nicht verboten. Wenn euch das Thema interessiert, dann bleibt dran. Wer das Video zu oder die Videos zu meiner Kombimaschine in den letzten Monaten verfolgt hat, wird vielleicht mitbekommen haben, dass ich mir einen Verstellnutter für die Säge bestellt habe. Da war noch unklar, wie der passt und ob der passt. Dazu aber gleich. Ich möchte aber in diesem Video einmal auf das Thema Verstellnutter auf Tischkreissägen ganz allgemein eingehen. Denn viele von euch schauen auch amerikanische Kanäle und da gibt es sehr viele Leute, die sogenannte Dado Plates, was im Prinzip solche Verstellnutter sind, auf ihren Tischkreissägen einsetzen. Damit kann man tolle Sachen machen, ein bisschen was zeige ich euch nachher auch schon. Und da kommt natürlich der Wunsch auf, ein solches Werkzeug auch in die eigene Tischkreissäge einzusetzen. Da gibt es aber einige Probleme dabei und darauf gehe ich jetzt mal ein. Problem Nummer eins ist, dass viele kleinere Tischkreissägen überhaupt nicht die Möglichkeit haben, solche breiten Werkzeuge, das hier ist jetzt auf 19,5 mm ausgebaut, auf die Welle zu bringen. Die meisten Sägen haben nur eine sehr kurze Welle, damit ihr auch wirklich nur Sägeblätter einsetzt. Denn da kommt das nächste Problem, die wenigsten Maschinen sind für diese Belastung ausgelegt oder sagen wir mal so, die wenigsten kleinen Maschinen sind für solche Belastungen ausgelegt. Denn ein solches Werkzeug wiegt ein Vielfaches von dem, was ein normales Sägeblatt wiegt. Diese Masse muss bewegt werden und diese Masse muss abgebremst werden. Ihr könnt euch vorstellen, wenn ein solches Blatt hier läuft oder ein solcher Nutter hier läuft und abgebremst werden muss, dass da einiges an Energie aufgewendet werden muss, um das zum Stehen zu bringen. In diesen 30 Sekunden sind es, glaube ich, die vorgeschrieben sind. Je schwerer ein Werkzeug wird, desto schwerer ist es zu bremsen. Und dieser Bremsvorgang, der geht ziemlich auf die Lager. Ich werde das nachher mal anmachen. Ihr seht, wie das läuft und wie das abgebremst wird und könnt euch ein Bild machen, wie die Belastung auf Motor, Lager etc. dann ist, wenn ein solches Werkzeug abgebremst wird. Auch im Betrieb treten höhere Kräfte auf, wofür die meisten Maschinen einfach nicht ausgelegt sind. Das sind schon mal Gründe, die dagegen sprechen, auf kleinen Tischkreissägen solche Werkzeuge einzusetzen. Dazu kommt noch, dass ihr eine spezielle Tischeinlage braucht, die das Werkzeug möglichst gut umschließt, so wie bei einem Sägeblatt. Diese Tischeinlage ist hier eingesetzt, da zeige ich euch auch nachher, wie das genau funktioniert. Und natürlich müsst ihr ein Werkzeug haben, das Spandicken begrenzt ist. Spandicken begrenzt heißt, das Werkzeug muss so gebaut sein, dass maximal ein Span von 1 mm Stärke abgenommen werden kann. Das seht ihr beispielsweise hier, wenn ihr euch die Schneide anschaut, die steht nur minimal über diesen Tragkörper hier über und dadurch wird begrenzt, dass die Späne nicht zu dick werden. Denn zu dicke Späne oder zu starke Kräfte beim Schneiden führen zu erhöhtem Rückschlag. Und ihr werdet sehen, hier kommen ganz schöne Kräfte aufs Holz. Zu der Rückschlaggefahr komme ich auch noch. Diese US-Werkzeuge, die man meistens sieht, sind nicht spandicken begrenzt, also relativ gefährlich. Es gibt in Deutschland Werkzeuge für Tischkreissägen mit spandicken Begrenzung, das hier ist sowas. Es gibt auch diese Dado Plates, die ihr bei den Amerikanern seht, also mehrere zusammengesetzte Sägeblätter, spandicken begrenzt. Auch das gibt es hier zu kaufen, aber wie gesagt, die wenigsten Maschinen sind dafür gerüstet. Bevor ich euch zeige, was die Maschine haben muss oder wie es hier bei der Maschine beispielsweise aussieht, zeige ich euch mal ein paar Anwendungen, was mit einem solchen Nutfräser machbar ist. Ihr könnt damit am Parallelanschlag entlang Nuten fräsen, beispielsweise für Rückwände oder für Schubladenböden oder auch für Zwischenböden, alles das geht. Also alles, was ihr im Bereich Nuten längs zum Material oder am Parallelanschlag entlang euch vorstellen könnt, geht im Prinzip.
So sieht das dann aus, eine saubere Nut. Und da wird schon ordentlich was zerspannt bei diesem Arbeitsgang. Und ihr habt auch das Bremsen gesehen. Das geht wirklich hier noch sehr schnell, da die Bremse dieser Maschine auch auf solche Werkzeuge ausgelegt ist. Das Ganze könnt ihr natürlich auch schräg gestellt machen. Mache ich jetzt aber nicht, da ich mir dann meine einzige Tischanlage, die ich im Moment habe, hier verfräsen würde. Ich bestelle mir noch eine zweite Tischanlage, die ich dann für schräge Nuten verwenden werde. Interessant wird das Ganze, wenn ihr mit dem Queranschlag arbeitet. Jetzt könnt ihr nicht nur einfach quer hier drüber fahren und im 90-Grad-Winkel arbeiten, sondern im beliebigen Winkel. Und das macht die Sache dann wieder interessant. Ihr könnt also euren Ablenkanschlag schräg stellen, euer Werkstück hier anlegen, fixieren und dann eine Nut reinfräsen. Doch das ginge natürlich mit schräg gestelltem Nut dann noch dazu. Und ihr seht hier, das ist absolut ausrissfrei, denn das haben unsere Verstellnuter den amerikanischen Modellen voraus. Ein ordentlicher Verstellnuter hat Vorschneider, die wirklich ausrissfrei arbeiten. Ihr könntet damit auch Felze machen, auch wieder mit dem Parallelanschlag, auch das geht. Also die Einsatzmöglichkeiten von solchen Werkzeugen auf Tischkreissägen sind wirklich sehr groß. Das Ganze natürlich nicht nur bei diesen breiten Nuten, ihr könnt das verstellen. Ich glaube, bei dem hier gehen Nuten von 8 bis 19,5 mm stufenlos oder in Zehntel Millimeter Schritten, sagen wir es mal so. Ist natürlich die Frage, wie gefährlich ist das Ganze? Das sieht ja schon ziemlich brachial aus hier und es wird ja auch viel Material zerspannt. Und ihr seht auch, hier ist kein Spaltkeil, keine Schutzhaube montiert. Denn diese Säge, obwohl es schon eine relativ große Maschine ist, hat keine separate Schutzhaube. Das wäre natürlich toll hier bei dem Arbeitsgang, aber das ist dadurch, dass das auch eine Fräse ist, leider nicht machbar. Also läuft der Fräser die ganze Zeit hier frei. Das ist natürlich eine Sache, auf die man Rücksicht nehmen muss, wo man aufpassen muss. Dennoch ist das so erlaubt, das ist kein Problem. Ihr müsst halt nur aufpassen und daran denken, hier läuft ein Werkzeug. Aber das habt ihr auch, wenn ihr verdeckte Schnitte mit der Tischkreissäge macht, also ohne Spanhaube arbeitet. Was hier ein Problem ist, ist die Rückschlaggefahr. Wenn ihr Videos von mir gesehen habt an der Formatkreissäge, dann habt ihr in der Regel gesehen, dass ich meinen Anschlag hier vorne montiert habe. Jetzt habe ich ihn hinten, also zu mir gewandt, montiert und das aus gutem Grund. Denn wenn ihr mit einem solchen Werkzeug arbeitet, dann entsteht ein enormer Schnittdruck, der nicht gut abgefangen wird, wenn der Anschlag hier montiert ist. Ist der Anschlag hier und euer Werkstück liegt am Anschlag an, dann fängt der Anschlag diesen Schnittdruck ab. Euer Werkstück kann sich nicht verkanten und bleibt ruhig liegen. Es besteht also nicht die Gefahr, dass euch das Werkstück um die Ohren fliegt. Ein Niederhalter wäre noch toll. Der ist im Moment nicht lieferbar, ist aber bestellt, kommt demnächst. Das ist natürlich die ganz sichere Nummer, dass ihr mit einem Niederhalter arbeitet. Solange bis der da ist, verwende ich das Teil hier, damit meine Finger weit genug hier weg sind. Auch Fritz und Franz habe ich mit dem Nuter probiert. Bringt natürlich schon was als Gegenlager, wenn der Anschlag hier vorne montiert ist. Aber das hier funktioniert wesentlich besser. Also wenn ihr das auf der Formatkreissäge macht und macht Quernoten, dann montiert den Anschlag wie hier gezeigt und nicht von euch weg. Was das Ganze sicher macht, ist auch, dass die Maschine dafür ausgelegt ist. Und das zeige ich euch jetzt mal von innen. Ich muss nämlich den Nuter wieder runter machen und gegen ein Sägeblatt wechseln. Und da seht ihr mal, wie dieser Nuter montiert ist und was die Säge an Voraussetzungen haben muss, damit das funktioniert. So sieht das Ganze also von innen aus. Ich kann euch das jetzt natürlich nur für diese Maschine hier erklären, aber ich nehme an,
Bei anderen Maschinentypen ist das ähnlich, wenn nicht sogar genauso. Ich kenne es noch von einer alten Ulmia. Die wurde bei uns im Betrieb ebenfalls so genutzt, eine 17 irgendwas. Also funktionierte das eigentlich genauso. Ihr müsst diese Tischeinlage hier wechseln. Wenn ihr die neu drauf macht, ist die natürlich durchgehend, da ist noch kein Ausschnitt drin. Ihr montiert den Fräser, am besten mit größtmöglicher Schnittbreite und fahrt den Fräser, während er läuft, durch diese Tischeinlage durch, die natürlich festgeschraubt ist. Da passiert nichts, es gibt nur einen Haufen Dreck und sehr scharfe Kanten hier. Dann ist die Tischeinlage vorbereitet für den Einsatz, fertig. Ihr seht hier einen anderen Spannflansch, das ist der Spannflansch für Sägeblätter mit dem Gegenstück. Der kommt also erstmal runter und dann kann der Nuter drauf. Der Nuter ist mehrteilig, da ist so ein Beipackzettel dabei und da sind alle 4 Möglichkeiten drauf aufgeführt, diesen Nuter zu montieren und aus jeder Möglichkeit ergeben sich andere Nutbreiten. Das werde ich mir noch einlaminieren als Gedankenstütze und wenn ich dann Nuten mache, einfach mal kurz drauf schauen. Jetzt nehme ich den Nuter mal runter und dann seht ihr, wie das aufgebaut ist. Das ist jetzt der Spannflansch für Nutwerkzeuge und ihr seht, der ist ganz anders als der herkömmliche für Sägeblätter. Hier sitzt jetzt die Nutscheibe drauf. Die bleibt hier etwas an der Absaugung hängen, also hoch damit. Die sieht so aus. Dann kommen einige Distanzringe. Dann kommt das andere Teil vom Nuter und ihr seht hier die Bolzen, die ja typisch für Felder- und Hammermaschinen sind. Ich weiß nicht, ob andere Hersteller das auch haben. Und der Nuter braucht die Löcher für diese Bolzen. Es kam zu einem Video ein Kommentar, ich soll die Bolzen hier rausnehmen. Halte ich für keine gute Idee, da diese Bolzen auch sicherstellen, dass sich diese beiden Nuterteile hier nicht gegeneinander verdrehen, egal was passiert. Und die halten wirklich dieses Werkzeug sicher auf der Welle. Also da würde ich jetzt keine Experimente machen. Ich hatte ja anfangs nur den 140 mm Nuter gekauft für die Tischfräse. Habe ich auch in einem Video gezeigt. Der passt hier nicht drauf, weil er die Bohrungen nicht hat. Auch wenn er die Bohrungen hat, auch da kam ein Kommentar, ich soll mir die Bohrungen nachträglich reinmachen lassen. Das wäre eine Möglichkeit, aber ich käme bei weitem nicht so hoch raus, dass es beispielsweise dafür reichen würde, Fingerzinken zu fräsen. Dafür muss dann der große Nutfräser genommen werden. Der ist allerdings zu groß, um in der Tischfräse geschwenkt zu werden. Wenn man also wie ich beides voll nutzen will, muss man bei Felder in den sauren Apfel beißen und beide Werkzeuge kaufen. Und das wird leider nicht billig. Aber weiter jetzt im Text, wieder zu der Rückbau zum Sägen. Jetzt kommt der Sägeblattflansch wieder drauf. Die Tischanlage fürs Nuten wird abgeschraubt. Es geht flott, es sind nur 4 Schrauben. Die übrigens im Neuzustand leider nicht tief genug gesenkt waren. Die Schrauben standen über, da musste ich noch ein bisschen nacharbeiten. Die Tischanlage fürs Sägen kommt wieder rein. Jetzt kommt das Sägeblatt drauf. Und jetzt kommt auch der Flansch für Sägeblätter drauf. Und das Ganze wird festgezogen. Zum Schluss kommt wieder der Spaltkeil drauf. Abstand etwa 5 mm. Und die Spaltkeilhöhe stellt man ganz einfach ein, indem man das Sägeblatt absenkt.
bündig zu irgendeinem Werkstück. Und jetzt könnt ihr den Spaltkeil 2 mm tiefer setzen. Richtig festziehen, dass sich da während des Sägens nichts verstellt. Ansonsten muss da gar nichts eingestellt werden. Wie ihr seht, ist der Einsatz von solchen Wendeplattennotern sicher möglich, wenn die Maschine dafür ausgelegt ist und wenn ihr beim Arbeiten entsprechend die Dinge, die ich euch gezeigt habe, berücksichtigt. Obwohl so ganz ungefährlich ist das, wie ihr seht, nicht. Ich habe mich am Sägeblatt geschnitten. Ich könnte also dem Video jetzt den tollen Titel geben, mein erster Unfall an der Tischkreissäge, aber solche Titel überlasse ich dann doch lieber anderen. Es waren aber noch ein paar Punkte unklar, die ich im letzten Video angesprochen habe, unter anderem die Sache mit den Handrädern. Mir haben ja diese Plastikhandräder hier nicht so gut gefallen und ich habe die jetzt auch teilweise ersetzt durch diese Handräder hier aus Alu. Für die Höhenverstellung sind die fest montiert. Die eiern nicht so rum, das ist einfach hochwertig, gefällt mir wesentlich besser. Ich hatte ja bis zum Schluss noch die Hoffnung, dass ich auch diese Anzeigeuhren für die Winkelverstellung nutzen kann. Das funktioniert bei den Hammermaschinen leider nicht. Da hat ja auch auf eines der letzten Videos ein Felder Mitarbeiter geantwortet, warum das nicht funktioniert. Also der Antrieb hier ist nicht linear. Das bedeutet, die Anzeige läuft immer weiter weg. Zum Schluss, wenn ich 45 Grad eingestellt habe, zeigte die Anzeige plus 5 wieder an. Passt also vom Winkel her nicht. Montieren lässt sich das Ganze schon, aber es passt halt von der Anzeige nicht, macht also keinen Sinn. Ob ich diese Handräder hier vorne fest montiere, da bin ich mir noch nicht sicher. Ich habe sie jetzt einfach mal beide aufgesteckt, schaue mir das Ganze an, ob sie mich stören. Wenn sie mich stören, behalte ich noch eins, das ich dann immer bei Bedarf aufstecke. Wenn sich zeigt, dass sie mich nicht stören, dann werden zwei solcher Handräder fest montiert. Und hier hätte ich noch einen schönen Verbesserungsvorschlag für die Firma Felder. Diese Handräder lassen sich bei Hammermaschinen nicht einfach fest montieren. Bei Felder scheint das zu gehen, da ist auch eine passende Schraube hier mit drauf. Bei Hammer geht das nicht. Ich habe mir beholfen, indem ich mir hier ein Loch reingebohrt habe und eine kleine Madenschraube eingesetzt habe. Dann steckt man das Handrad auf, dreht die Madenschraube an und das Handrad kann nicht mehr runterrutschen. Also Firma Felder, vielleicht wäre das mal was als Verbesserungsvorschlag. Einfach hier eine kleine Madenschraube rein und auch Hammerkunden können sich dann diese Handräder fest montieren, ohne selbst dran rumzubasteln. Und apropos rumbasteln, auch hier ist noch so eine offene Baustelle gewesen. Diese Sicherheitsteile hier, diese Sicherheitslineale, sind normalerweise mit Sechskantschrauben hinten fixiert. Leider drehen die sich durch. Ihr müsstet also, um diese Teile hier festzumachen, immer mit einem Sechskantschlüssel hier hinten die Muttern festhalten. Das ist natürlich doof. Jetzt bedanke ich mich ganz herzlich bei einem der Zuschauer, der einen Kommentar geschrieben hat. Und zwar soll ich doch diese Sechskantmuttern gegen Vierkantmuttern ersetzen. Und wunderbar, es passt. Ich hatte noch Vierkantmuttern da von Feine Werkzeuge für die Inkra-Schienen, aber mit M6-Gewinde. Und das passt wirklich wie Faust aufs Auge. Also auch hier wieder, liebe Firma Felder, packt doch Vierkantmuttern da drauf. Schon funktioniert das Ganze, sollte nur minimal mehr kosten, wenn überhaupt. Und macht das Ganze meiner Meinung nach auch sicherer, da mit den Vierkantmuttern wirklich gewährleistet ist, dass die Dinger fest sind. Also auch das funktioniert jetzt wunderbar nach dieser kleinen Änderung. Und dann war ja noch da die Sache mit der Tischverlängerung und dem Vorschub. Die Tischverlängerung ist montiert. Das geht soweit ganz gut, ein bisschen fummelig, weil das hier unten sehr eng ist zum Fixieren. Und hier ist jetzt die Abklappvorrichtung für den Vorschub. Da zeige ich euch am Schluss noch was. Ich klappe den jetzt mal hoch. Ups, das sind also gute 40 Kilogramm. Und man sollte nicht vergessen, die Schrauben hier hochzuklappen. So sieht das gute Teil aus.
wird dann hier rüber geschwenkt und zum Fräsen benutzt. Und hier gibt es zwei Dinge zu beachten. Punkt 1 ist, wenn ihr den kauft, ist hier kein Stecker dran. Den müsst ihr selbst montieren. Starkstrom ist das in dem Fall. Ihr braucht auch noch einen separaten Anschluss. Ich würde den nicht mit der Maschine koppeln, denn dann läuft der Vorschub nur, wenn die Maschine an ist. Aber gerade beim Einrichten ist es sinnvoll, den Vorschub auch mal ein- und ausschalten zu können, ohne dass die Fräse läuft. Deswegen hängt der bei mir nicht an der Einschaltautomatik, sondern separat. Ich habe hier so eine Verteilerbox gekauft, das funktioniert gut. Dann hat einer von euch unter dem Video zur Maschine geschrieben, ich soll die längere Stange kaufen. Ja, da habe ich meinen Vertreter darauf angesetzt, dass er die doch bitte besorgt. Habe noch keine Rückmeldung erhalten. Man kann, so wie das Ganze hier ist, fräsen. Es funktioniert. Der Vorschub lässt sich weit genug vor den Anschlag stellen, aber es ist verdammt knapp. Hier wären 5 cm mehr in dieser Stange wirklich gut. Dann könnte man den Vorschub wesentlich besser positionieren. Deswegen habe ich es mal angefragt nach dieser längeren Stange, auch was die kostet. Falls sich da was ergibt, kann ich euch da gerne auf dem Laufenden halten. Wenn derjenige zuschaut, der den Tipp hatte, bitte, wenn machbar, mal die Bestellnummer in die Kommentare schreiben. Das würde mir helfen und meinem Außendienstler wahrscheinlich auch. Dann sind diese Vorschubapparate immer mit mehreren Geschwindigkeiten angegeben. Der hier kann 8. Jetzt ist es aber nicht so, dass ihr hier direkt 8 Geschwindigkeiten schalten könnt, sondern hier oben kann der nur 2 in jede Richtung. Wenn ihr andere Geschwindigkeiten wollt, müsst ihr das hier drin umbauen. Zahnräder umstecken ist das, glaube ich, bei dem. Und dann habt ihr andere Geschwindigkeiten. Also im Grunde funktioniert das gut. Wie gesagt, die Stange könnte länger sein. Es funktioniert zwar so, aber wie gesagt, sehr knapp. So sieht das Ganze aus, wenn der Vorschub abgeklappt ist und ihr seht, der hängt hier frei. Das ist alles stabil, gar keine Frage. Da gibt auch nichts großartig nach. Aber so ganz gefällt mir das hier nicht, weil ja permanent das komplette Gewicht auf diesem Gelenk hier hängt und auch hier alles stark belastet ist. Deswegen habe ich das ganz pragmatisch gelöst. Ich habe mir hier einen Klotz gemacht, den stelle ich drunter und dann kurbel ich den kompletten Vorschub, Kabel weg, und dann kurbel ich diesen Vorschub einfach runter, bis der hier aufsitzt. Und schon ist das Ganze hier entlastet. Also trotz dieser Kleinigkeiten und der Fragen, was passt zu was und dass ich da jetzt Sachen zurückschicken muss und Sachen nicht funktionieren, bin ich im Großen und Ganzen sehr zufrieden mit der Maschine. Ich habe zum Beispiel hier die ersten Teile für diesen Schrank hier damit geschnitten. Ich habe Kursmaterial damit zugeschnitten. Also ich habe schon einiges damit geschnitten. Gefräst habe ich nur wenig, nur mal zum Ausprobieren. Aber es passt alles, die Maschine macht, was sie soll. Die Absaugung funktioniert, das war mir ja wichtig. Und ja, wie gesagt, ich bin zufrieden. Ein paar Kleinigkeiten hätten können besser sein, aber ich kenne das aus Erfahrung, wenn man Maschinen kauft, dauert es einfach, bis diese Kleinigkeiten behoben sind. Das ist mehr oder weniger normal. Da muss man halt mit leben. Das ist, wie gesagt, der Schrank aus dem aktuellen Online-Kurs. Da ging es diese Woche um die Schubladen. Die sind von Hand gezinkt mit Gärung. Und diese Gärung erlaubt es euch, den Schubladenboden, also die Nut für den Boden, einfach durchzufräsen. Ihr könntet mit einer solchen Verbindung aber auch problemlos irgendwelche Profile an die Kästen fräsen, ohne dass das irgendwie die Zinkung beeinflusst. Also das geht wunderbar, ist eine schöne Sache mit den Gärungen. Und das passt auch wunderbar. Hier kommen natürlich später noch Griffe rein. Im Moment sind das Klebebandgriffe. Und wenn euch die Sache mit den Online-Kursen interessiert, ich habe euch das alles verlinkt. Ich bin da im Moment auch dran, die Seiten, also dort, wo ihr die Online-Kurse schauen könnt, komplett zu überarbeiten. Das ist alles schon viel übersichtlicher geworden, schöner geworden. Da passiert auch in den nächsten Wochen noch einiges. Ganz neu ist auch, dass es zu jedem Online-Kurs statt Kommentare jetzt ein Forum gibt. Das ist übersichtlicher. Denn die Kommentare werden irgendwann sehr unübersichtlich und bringen euch nichts mehr. Ihr könnt da nicht wirklich was nachlesen, ihr könnt nicht drin suchen. Das erlaubt diese Forenfunktion.
Und da ich die Forensoftware schon mal hatte, ans Laufen gebracht habe, alles installiert habe, gibt es jetzt auch ein allgemeines Forum. Da können aber nur Kursteilnehmer drauf zugreifen. Das ist also für alle anderen geschlossen. Da könnt ihr auch von außen nicht sehen, was da passiert, es sei denn, ihr seid angemeldet. Und auch wenn ihr bei Vimeo die Kurse kauft, könnt ihr nicht auf das Forum zugreifen. Deswegen empfehle ich immer das Jahresabo. Da könnt ihr im Forum die Fragen stellen, ihr könnt mich persönlich kontaktieren. Ihr habt Zugriff auf alle Kurse, die bisher erschienen sind und auf alles, was im Zeitraum eures Abos noch kommt. Wenn ihr keine gute Internetverbindung habt, besteht auch die Möglichkeit, dass ihr euch die Videos runterladet und offline schaut. Auch das geht mittlerweile wunderbar. Also da kriegt ihr richtig was geboten fürs Geld. Wie gesagt, im Moment läuft halt hier dieser Schrank. Das wird eine Vitrine. Bei mir kommen da Hobel rein, der kommt in die Werkstatt. Und da ist halt wirklich einiges mit drin. Hier Rahmentüren mit Schlitz und Zapfen, gezinkte Schubladen. Die Korpusverbindung ist sehr speziell. Es kommt noch ein Innenleben rein, es wird furniert, also ganz viele Themen, die hier in diesem Online-Kurs behandelt werden. Und es würde mich freuen, wenn ihr da demnächst auch dabei seid. Ja, und das war's von mir für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß in eurer Werkstatt und ein schönes Wochenende.